Hallo, ich habe hier ein DM20 Digitalmischpult, das ich ein wenig vorführen will. Ich will aber nicht das ganze Mischpult vorführen, sondern mich nur auf das Effektrouting konzentrieren, denn das scheint mir das komplizierteste an dem ganzen Pult zu sein. Und es ist ein wenig anders als andere Pulte. Aber ich denke, auch daran kann man dann sehen, wie das ganze Pult funktioniert. Ich gehe mal davon aus, dass ihr prinzipiell schon wisst, wie ein Digitalmischpult funktioniert. Nur ganz kurz, wir haben 14 Eingangskanäle für Instrumente oder Mikrofone, verteilt auf zwei Layer, 1 bis 8, 9 bis Rest. Es gibt einen Layer für die Ausgänge, für die Busse und einen weiteren Knopf, um nachher die Eingangskanäle auf die Ausgänge zu verteilen. Und man hat schöne lange Fader, 100 mm Fader. Ich nutze das Pult jetzt gerade auch schon für diese Aufnahme, denn das Mikrofon, in das ich spreche, ist hier auf Kanal 1 gesteckt. Ich komme aus der Stereosumme direkt mit einem Kabel in die Kamera, ohne Nachbearbeitung. Ich habe wenig Ahnung von Video, deswegen mache ich es mir hier ein wenig einfach. So, ich habe mir ein Szenario ausgedacht. Ich habe eine E-Gitarre, und zwar hier. Die will ich mit Hall und Echo versehen. Ich komme aus einem Multi-Effekt-Gerät mit einem Klinkenkabel. Hier. Ich suche mir einen Eingang. Es gibt die Kanäle 9 bis 12. Die haben eine Kombibuchse. Ich nehme einfach mal Kanal 11. Ich spiele mal einen Akkord. Und ich sehe schon, es hat gezuckt. Ich ziehe den Fader hoch und habe eine E-Gitarre. Mal ein klein wenig leiser. Ganz klein wenig Kanalbehandlung. Ich kann diesen Kanal nun bearbeiten, indem ich ihn aktiviere. Entweder indem ich einmal auf den Touchscreen tippe oder ich habe hier klassische Select-Knöpfe. Ganz oben habe zum Beispiel die Eingangsempfindlichkeit, den Gain und zum Beispiel auch einen High-Pass-Filter, was ja für eine E-Gitarre immer wieder eine gute Idee ist. Ich schalte ihn mal ein. Ich kann die Werte hier mit dem Touchscreen bearbeiten oder mit diesem Drehknopf. Und das ist auch durchaus normaler Workflow. Funktion antippen und rechts drehen, finde ich ganz geschickt. Wie gesagt, man kann zwar alles hier einstellen, aber der fühlt sich einfach gut an, hat man was in der Hand. So, Eingangsempfindlichkeit und High-Pass-Filter. Gehen wir hier wieder raus. Wir haben einen Equalizer, einen vierband vollparametrischen Equalizer. Auch hier kann man entweder mit dem Touchscreen werkeln, die Mitten ein wenig aufräumen oder zum Beispiel an den Höhen etwas drehen. Auch hier kann man mit dem Drehregler die Werte einstellen. Interessanterweise sind es vier eigentlich identische Bänder, die nur an verschiedenen Stellen anfangen. Also alles Glockenkurvenbänder, keine Kuhschwanzfilter, wie man sie bei vielen anderen Mischpulten kennt. Soweit ganz kurz, typische Kanalbehandlung. Also überwiegend verhält sich das Pult so wie eigentlich andere Pulte auch. Wir wollen ja aber eigentlich Effekte haben. Gehen wir auf das Buslayer, der für die Ausgänge da sind. Es sind insgesamt 8 Ausgänge. Die sind erstmal frei konfigurierbar. Die können Monitorwege, Effektwege, Subgruppen oder zum Beispiel Ausgänge für Delay-Lines sein. Sehr flexibel. Heißt aber auch, dass ich jedem Ausgang einzeln zu sagen habe, was er denn tun soll. Ich entscheide mich mal für diesen Ausgang 4, da der soll mein Echo-Effektweg werden. Einmal antippen. Was soll ein Effektweg tun? Der soll auf die Stereosumme sein Signal schicken, anders als ein Monitorweg. Der soll ja woanders rauskommen. Und ich will einen Effekt einschleifen. Da habe ich mehrere Slots, da kann ich Effekte einschleifen. Ich suche mir das Delay 1. Wenn ich noch den Master Fader für diesen Send 4, für den AUX 4, je nachdem wie man es benennen will, hochziehe, dann habe ich eigentlich meinen
Effektweg konfiguriert. Das Echo, das ich haben will, wird natürlich an einer anderen Stelle konfiguriert. Komme ich über den Setup-Knopf an das Effektsmenü. Da habe ich dann die typischen Parameter. Feedbackrate, wie schnell ist das Echo, kleiner Equalizer, um den Sound des Echos ein wenig zu beeinflussen. Das lasse ich jetzt einfach mal so, wie es ist. Damit haben wir den Effekt und den Effektweg konfiguriert. Jetzt kann ich ihn benutzen. Ich gehe wieder zu meiner E-Gitarre, Kanal 11. Und hier kommt dann eine Besonderheit. Bei den meisten anderen Pulten, die ich kenne, kann man dem Effektweg oder dem AUX, dem Ausgang selbst sagen, ob er Pre- oder Post-Fader geschaltet sein soll. Hier ist es ein wenig anders. Hier sage ich jedem einzelnen Kanal, der auf einen Ausgang sein Signal schicken soll, ob das Pre- oder Post-Fader passieren soll. Ich sage also meiner Gitarre, sie soll schicken auf den Bus 4 und sie soll das wie für einen Effektweg typischerweise Post-Fader-mäßig tun. Der Default ist Pre-Fader, um es dann für Monitorwege nutzen zu können. Ich muss es also einmal umstellen. Ich kann nun mit dem Touchscreen bestimmen, wie viel Echo diese Gitarre bekommen soll. Oder, was mir persönlich besser gefällt, über diesen Send-Knopf. Ich habe hier diesen Kanal selektiert. Und dann werden diese 8 Fader zu Send-Fadern. Schauen wir mal, was passiert. Und ich habe schon ein Echo. Machen wir noch etwas mehr. Gut. Ich schalte das Echo noch einmal kurz aus mit dem Mute-Knopf, weil wir wollen ja gleich einen zweiten Effekt haben, nämlich einen Hall. Es ist so, die ersten 4 Ausgänge sind Mono, die anderen 4 sind Stereo. Beim Hall wäre ja Stereo nett, deswegen suche ich mir mal den Bus Nummer 8. Ich bin im Bus-Layer, ich definiere wieder meinen Effektbus. Ich muss auch diesem sagen, schicke dein Signal auf die Stereosumme, ich will den Hall ja hören. Und ich suche als Effekt einen Hall. Ich hätte 2 zur Auswahl, 2 Hall-Engines und ich suche mir den ersten. Ich bin im Bus-Layer, ich drehe auch den Fader gleich hoch, also den Master Fader dieses Busses Nummer 8. Damit ist mein Hallweg konfiguriert. Ich gehe wieder zu meiner E-Gitarre und sage ihr, schicke du auch auf den Bus 8, auch wieder Post Fader. Was passiert? Wir haben einen Hall und vielleicht kann man sogar hören, dass es Stereo ist. Gut, ich habe ja vorher absichtlich das Echo ausgeschaltet, damit man sich kurz auf den Hall konzentrieren kann. Und jetzt habe ich beides, Hall und Echo. Aber es fällt auf, das Echo hat keinen Hall. Das klingt in dem Fall natürlich merkwürdig, das will ich anders haben. Ich will sagen, dass der Ausgang des Echos wieder als Eingang für den Hall fungiert, kann ich hier tun. Man sieht nun, ich habe zwar eigentlich 8 Ausgänge, ich sehe jetzt aber hier nur 4 zur Auswahl. Das ist hier so eingestellt. Das Routing der einzelnen Ausgänge untereinander ist also nicht maximal flexibel, sondern ich kann nur in Anführungszeichen die 4 Mono-Ausgänge auf die 4 Stereo-Ausgänge routen und nicht andersrum. Nicht groß schlimm, muss man nur wissen. Ich will also jetzt meinem Echo, meinem Bus 4, sagen, schicke du dein Signal auch auf Bus 8. Und ich sage auch wieder, er soll das Post-Fader-mäßig tun. Was habe ich jetzt? Tatsächlich alles, was ich haben wollte, nämlich Hall und Echo und auch das Echo ist verhallt. So. Nun, das war im mittleren Schweinsgalopp Effektrouting auf dem DM20. Das ist natürlich am Anfang einmal relativ viel. Wenn ich damit aber fertig bin mit
diesem einmaligen Setup, dann geht das Leben wieder relativ leicht. Denn stellen wir uns vor, es kommt noch eine zweite Gitarre dazu. Dann stecke ich die zum Beispiel auf Kanal 9. Und dann kann ich schnell sagen, ja, kriegst du Hall. Kommt noch eine dritte Gitarre, stecke ich die auf Kanal 10, kann ich hier selektieren und ich kann sagen, kriegst du Hall. Das ist dann wieder relativ einfach. Nun, ich hoffe, damit ein wenig hilfreich gewesen zu sein. Wenn es zu schnell war, zurückspulen und nochmal anhören. In diesem Sinne, frohes Schaffen!